aus dem ersten Petrusbrief. Beugt euch also in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn die Zeit gekommen ist. Beugt euch selbst in Demut. Demütigt euch selbst. Nehmt das selbst in die Hand. Es muss euer Anliegen sein, es muss aus euch herauskommen. Es muss euer Wunsch sein, dass ihr euch unter die Demut und in Demut vor allen Dingen ja vor Gott beugen könnt. Wenn man gedemütigt wird von anderen, wenn das etwas ist, was von außen kommt, dass man Menschen klein macht, das ist nicht im Sinne Gottes. Das lehrt mich auch diese Stelle. Selbst ein Mensch zu sein, der sich des Dienens würdig sieht, der gerne dienen kann, der das gerne selbst in die Hand nimmt und sagt, ja, ich bin ein demütiger Mensch, ich kann das, ich mache das aus mir selber, weil ich das als einen Wert erkenne. Das ist etwas, was Jesus Christus uns zusagt als ein Tun, das wir lernen sollen, aber auch lernen können, weil Gott derjenige ist, der uns erhöht, weil Gott derjenige ist, der uns Leben schenkt, der uns aufstellt, der uns kräftigt, der uns eben auch wieder ins Leben hineinruft. Gott ist in Jesus Christus immer wieder derjenige, der erhöht, der uns wieder aufstellt, wenn wir gefallen sind. Wer demütigt, wer andere demütigt, ist und handelt nicht im Sinn Gottes. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sind Sie gesegnet mit allen Menschen, die zu Ihnen gehören. Amen.